Also die Person muss sicher so viel wie möglich wissen, was sich so wissen lässt. Aber sie sollte es wissen, sie sollte Medizin nicht mit der ärztlichen Kunst verwechseln. Die ärztliche Kunst ist immer gleichzeitig weniger und mehr als die medizinische Wissenschaft. Die Wissenschaft betrachtet den Mensch generell. Und wenn ich zum Arzt gehe, dann gehe ich, wenn mir etwas schrecklich wehtut, weil ich wirklich krank bin, weil ich ablege. Und was mir dann fehlt oder was ich zu viel habe, das ist nicht irgendein Faktum in meinem biochemischen Apparat, sondern das kommt aus meiner Geschichte. Das kommt aus meinem Leben. Also muss sich der Arzt immer auch interessieren für meine Lebensgeschichte. Wer ist der Hassler? Wie lebt er? Woher kommt er? Es ist jeder Mensch ein Unikum. Man kann weder auf mich noch auf sie einfach die Wissenschaft abbrechen. Weil die Wissenschaft hat von uns zwei noch gar keine Ahnung. Also wir sind sozusagen neu, wenn wir kommen. Und das Novum muss ein Arzt in Betracht ziehen. Wir sind etwas wie alle anderen, etwas Spezielles, etwas Individuelles. Also ich würde mal sagen, es ist eigentlich jeder Mensch sozusagen ein Sonderroman. Und jeder Sonderroman hat ein paar Schlüsselstellen, die man nicht überlesen darf, wenn man den Ganz will kapieren. Ja, man sagt heute generell, also für mich ein bisschen fest, Empathie ist die Hauptsache. Und für mich ist Empathie eine Bedingung. Man muss wollen, den anderen so sehen, wie er ist. Aber man sollte es nicht übertreiben mit der Empathie. Also man sollte nicht in den anderen hineinschlüpfen. Sondern man sollte ihn, besonders einen Patienten, besonders jemanden, der leidet, jemanden, der Schmerzen hat, sollte man eher aus seiner Befindlichkeit rausholen. Also ich habe ja da meine Urerfahrung gemacht, in jungen Jahren, 3 Wochen Intensivstation, rundum betreut von 3 Krankenschwestern, 2, exemplarisch empathisch. Die haben mich immer gelöchert mit so penetranten Fragen, haben sie jetzt immer noch die schrecklichen Schmerzen und so. Und ich habe gedacht, es ist einfach so eine dumme, lästige Frage, weil die Frage reduziert mich oder fixiert mich auf den Status von dem Leidensmann, der ich ja sowieso bin. Nicht, das muss man mir nicht noch permanent bemerkbar machen. So, die dritte Krankenschwester ist gekommen und hat mir erzählt, was sie gestern Abend im Ausgang gemacht hat. Und ich habe gesagt, ah, wie schön, du bist meine Chauffeuse, zurück ins Leben. Zurück zur Gesundheit. Das nennt man Resonanz, im Unterschied zur Empathie. Und das wünsche ich mir dringend von allen, die mich je werden pflegen oder betreuen und bestenfalls erlösen. Ich glaube, es ist ein richtiger Gedanke. Es muss mehr interprofessionell zusammengeschafft werden. Unter anderem aus Engpässegründen, aber das ist banal. In der Sache glaube ich, dass man die Ärzte mehr müsste entlasten, ob sie wollen oder nicht. Dass man vieles ebenso gut machen könnte, ohne 15-jährige Ausbildung. Aber trotzdem muss man einfach daran denken, dass ein Modell, wo eine ganze Kette von Betreuungspersonen um einen Patienten herum sind, dass so eine Kette den Patienten einfach als Mensch überfordert. Wenn ich krank bin, dann muss ich im Kern das Vertrauen haben in eine Person. Und ich muss das Vertrauen haben, nicht nur, dass ich bei dieser Person an der richtigen Adresse bin, wie ich vorher geschildert habe, ungefähr, sondern, dass die Person die anderen, die mich auch ihre Hände übernimmt, dirigiert. Also, es braucht bei jeder Betreuungskette einen Dirigent. Jemand, der führt, ein Lead.
Und das kann nach meiner Meinung auch nicht irgendein studierter Manager sein, sondern es kann eigentlich nur der Hausarzt sein.